Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um, naja, die theoretische Überlastung von Stromnetzen oder vielleicht auch die praktische Überlastung von Stromnetzen. Ganz konkret am Beispiel Oranienburg. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, heute am 17.04. Wurde in diverser Presseveröffentlichungen mitgeteilt, dass drastische Maßnahmen in Oranienburg gestartet werden mussten. Ich werde hier auch mal direkt auf die ersten Überschriften gehen. Ich werde natürlich nicht den Bildbeitrag hier zeigen, weil es ein derartiger Bullshit-Schüler ist, der hier drin steht. Aber worum, was wird hier geschrieben? Massive Netzüberlastung droht. Erste Stadt schlägt Stromalarm. Aha. Wir gehen mal zum Fokus, nicht besser. Wegen Wärmepumpen und Ladestationen, Stromnotstand wegen Wärmepumpen, erste deutsche Stadt greift zu drastischer Maßnahme. Auch das ist ein derartiger Bullshit. Ich kann es kaum in Worte fassen, wie plakativ man hier Unsinn verbreiten möchte und auch im Inhalt selbst. Ich habe die Beiträge gelesen. Es tut so weh, wie wenig man weiß, worum es hier geht und was das Problem ist. Nicht wegen Wärmepumpen übrigens. Wir werden gleich rausfinden, wegen was es zu einer theoretischen Überlastung kommt. Handelsblatt geht so ein bisschen besser. Ne? Stromengpass in Oranienburg, keine Neuanmeldung möglich. Das ist ein bisschen mehr hier so faktenbasiert. Keine Neuanmeldung möglich. Fakt allerdings ist, das stimmt auch wieder nicht, denn Neuanmeldungen können nicht verhindert werden, ganz streng genommen. Also der Netzbetreiber kann natürlich sagen, ich mache das jetzt nicht, ich lasse die Neuanmeldung oder den Neuanschluss einer Anlage nicht zu, aber das darf er gar nicht. Er hat den gesetzlichen Spielraum nicht, sowas zu verhindern. Die meisten Anlagen, über die wir hier reden, sind ja insbesondere privilegiert und dürfen definitiv angeschlossen werden. Aber was da drunter steht, ist schon mal interessant. Ne? Die Stadt Oranienburg bei Berlin warnt, ihre Leitungen sind zu schwach für neue Stromverbraucher. Damit löst sie eine Debatte um die Energiewende aus. Nee, löst sie nicht aus. Nicht um die Energiewende. Doch wer ist schuld an dem Problem in Brandenburg? Das ist die richtige Frage. Der Satz ist hier halt auch nicht unbedingt hilfreich. Gehen wir mal noch, ich schließe es hier auch mal nach und nach, diese Browserfenster. Das tut mir auch alles nur noch weh, mir das hier angucken zu müssen. Danach die Zeit. Netzausbau als erstes Wort. Och, jetzt lädt es nicht. Hilfe. Ich glaube, mein Browser ist gerade ein bisschen überfordert. Ach hier, Netzausbau. So. Bundesnetzagentur kritisiert Stadt Oranienburg wegen Stromengpässen. Wir kommen langsam näher zum Problem. In Oranienburg können neue Gebäude nicht mehr ans Stromnetz angeschlossen werden. Die Bundesnetzagentur spricht von einer Fehleinschätzung bei der Planung. Ah, wir kommen langsam näher ans Problem und merkt ihr, wie zum selben Thema komplett unterschiedliche Überschriften gewählt werden. Und wir werden uns gleich genau anschauen, woran es liegt. Dann haben wir hier mal noch ZDF heute. Ach, jetzt bin ich hier runtergescrollt. Upsi. Keine Neuanschlüsse, warum Oranienburg Stromanschlüsse rationiert. Auch nicht ganz richtig. Wer in Oranienburg bauen will, muss vorerst auf Strom verzichten. Die Stadtwerke können keine Neuanschlüsse bereitstellen. Laut Experten sei das erste Anfang. So, können es nicht bereitstellen, stimmt einfach nicht. Sie behaupten, sie können es nicht. Oder sie behaupten auch vielleicht, sie machen es nicht. Sie müssen es aber machen. Laut Experten sei das erste Anfang. Welche Experten? In den anderen Berichten, die ich jetzt geschlossen habe, werden auch sogenannte Experten angesprochen. Es sind halt immer irgendwelche fucking Parlamentarier, entschuldigt meine Wortwahl, also Berufspolitiker. Das sind keine Experten. Nur weil die sich um ein Thema kümmern, sind die noch lange kein Experte in dem Thema, sondern sie sind Berufspolitiker. Sie sind Parlamentarier, sie sind Experte darin, Berufspolitik durchzuführen. Also wie man in Ausschüssen arbeitet, wie man vor dem Plenum im Bundestag spricht und so weiter. Na, darin sind die gut. Und vielleicht auch mit Leuten Gespräche führen. Darin sind die gut. Verhandlungen vielleicht gut, klar. Aber sind keine thematischen Experten. Das muss man immer wieder sagen. Ein Berufspolitiker ist kein thematischer Experte. Ist er einfach nicht. Er ist vielleicht so nah wie möglich mal dran, wenn er sich ernsthaft kümmert. Das sind aber dann meistens die Parlamentarier so der zweiten Reihe, die also nicht unbedingt immer die Interviews führen, sondern die, die hier vorne stehen und sagen, so und so ist das. Das sind halt Politiker, vielleicht auch Propagandisten, um das mal so mit einem plakativen Wort zu versehen, weil ich ja auch so plakative Überschriften hier gerade lesen musste in der nicht so expertenartigen Presse. ZDF heute, okay, behauptet hier jetzt auch Dinge, so in Oranienburg Burg genehmigen die zuständigen Stadtwerke derzeit keine Neuanmeldung von Hausanschlüssen, Wärmepumpen und E-Autoladesäulen. Wenn sie es wirklich tun, also wenn sie es wirklich nicht zulassen wollen, werden die vor der Bundesnetzagentur zerrissen werden. Ja, es gibt keinen Spielraum dafür, das nicht zuzulassen. Gibt es nicht. Die müssen angeschlossen werden. Hm. So, Oranienburg, kurzer Hintergrund, ist eine Stadt mit Zuzug. Ist in der Nähe von Berlin, so, also Speckmantel von Berlin. Deswegen, na, wer in Berlin vielleicht arbeitet,
oder in der Nähe sein will, ne, der zieht vielleicht nach Oranienburg. Macht schon Sinn. Ungefähr 50.000 Einwohner wachsend. Und jetzt steht hier, dass im zuständigen Hochspannungsnetz keine ausreichende Leistung für die wachsende Stadt zur Verfügung gestellt werden kann. Drumherum ist dann das Netz von Edis, ne, also eine der E.ON-Netze, wie man sie so kennt, ne, früher E.ON Edis, hier ist also die Edis selbst. Der erhöhte Strombedarf hat unter anderem das starke wirtschaftliche Wachstum, also neue industrielle Verbraucher, Zuzug von Neubürgern nach Oranienburg, also mehr Einwohner, sowie der verstärkte Einbau von Wärmepumpen geführt, heißt es im Schreiben von den Stadtwerken. Also aha, an dritter Stelle werden dann langsam auch mal Wärmepumpen genannt. So, warum? Wir sind in einer Zeit der Elektrifizierung. Das heißt, wir wollen ja Energie, wie sie typischerweise über fossile Brennstoffe im Wärmesektor und Verkehrssektor verwendet worden sind, im Rahmen von Gasheizungen oder Ölheizungen oder im Rahmen von Benzinern und Diesel. Ja, das wollen wir elektrifizieren. Wir wollen also stromgeführte Heizung und stromgeführten Verkehr. Dafür brauchen wir zum Beispiel Wärmepumpen und auch natürlich zum Beispiel Elektroautos. Also auch Ladesäulen. So. Aber natürlich gibt es noch viel mehr Elektrifizierung. Wir alle haben immer mehr und mehr technische Geräte zu Hause, elektronische Geräte zu Hause. Der Trend geht zum gefühlt fünften Smartphone, je nach Familiengröße. Oder halt auch eine PlayStation und eine Xbox und was auch immer noch. Also wir haben viel, viel Stromverbrauch zu Hause. Das ist nun mal so. Und tendenziell wird es in Zukunft noch mehr. Wir haben gleichzeitig auch viele dezentrale Erzeuger an der einen oder anderen Stelle mit Photovoltaikanlagen und halt auch mal Windrädern, die ja an immer mehr Stellen stehen. Das heißt, diese Veränderung der letzten Jahre ist eine Veränderung der letzten Jahre. Die war vor 20, 30 Jahren absehbar, wenn man eine progressive Zukunftsvision hatte als Energie. Mensch, der Planung gemacht hat in der Gemeinde oder der eben beim Stadtwerk Planung gemacht hat und auch eine wirtschaftliche Verantwortung getragen hat oder der eben bei der Bundesnetzagentur oder eben auch beim politischen Entscheider an der richtigen Stelle stand. Ne? Wer da in eine progressive Zukunft geschaut hat, mit Weiterentwicklung, der hat das kommen sehen. Ja, also man spricht nicht erst seit 5 Jahren davon, dass wir viele dezentrale Erzeuger und Verbraucher und Speicher haben. Und deswegen spricht man auch schon diese ganze Zeit über Netzausbau. Also Netzausbau und Netzertüchtigung. Na, also dass die Stromleitungen in der Lage sein müssen, viel mehr Strom zu führen. Darüber spricht man seit vielen Jahren. Ich bin ja seit 2011 in der Branche und ich sage mal, seit 2013, 14 bin ich auf Konferenzen gewesen, immer mal. Na, also ich war dann auch Fernstudent und deswegen konnte ich als Student auf viele Forschungskonferenzen zum Beispiel sehr, sehr günstig kommen und habe dann einfach dazu teilgenommen, zugehört und habe mich aufgeschlaut. Deswegen bin ich auch heute da, wo ich bin. Und seit über 10 Jahren, also seitdem ich bei solchen Veranstaltungen bin, höre ich ständig Netzausbau, Netzausbau, Netzausbau. Ich war auch auf vielen Öffentlichkeitsveranstaltungen der Bundesnetzagentur und der Übertragungsnetzbetreiber zum Netzausbau. Achtung, netzausbau.de, eine zentrale Stelle, auf der es nur darum geht, wie wir das Netz ausbauen und ertüchtigen, um die auch stärkere Elektrifizierung abbilden zu können. Wenn man also das nicht vorhergesehen hat, was da passiert, und dann auch in den letzten 20 Jahren und 15 Jahren und 10 Jahren, in dem immer klarer wurde, wohin wir uns bewegen, dann ist man eventuell als Netzbetreiber ein Stück weit selbst schuld. Ich erkenne an, und das ist dann auch so ein Punkt, der hier an vielen Stellen noch erwähnt wird, dass die Netzbetreiber sagen, wir können es uns nicht leisten, den nötigen Ausbau hier umzusetzen. Also Geldproblem. Jein. Also natürlich ist es das gesamte System von Netzentgelten, Anreizregulierung, Eigenkapitalverzinsung, Regulierungskonto und so weiter, das ist schon sehr knapp bemessen. Netze haben nicht unglaublich viel Geld in der Portokasse, um dann einfach mal Dinge tun zu können. Ne? Das ist schon immer sehr knapp und soll so kosteneffizient wie nur möglich sein. Keine Frage. Aber hier steht auch nochmal ganz klar, Netzbetreiber haben ihr Netz vorausschauend zu ertüchtigen, um grundsätzlich Probleme mit mangelnder Kapazität vorzubeugen. Und das ist genau das zentrale Problem. Es habe sich um Fehleinschätzungen bei der Planung gehandelt. Auch Kommunikationsdefizite kämen in Betracht. Kleines Easter Egg an der Stelle. Bis vor kurzem war, also nicht mehr heute, aber bis vor kurzem war bei den Stadtwerken Oranienburg jemand an verantwortlicher Stelle, der früher auch die Verantwortung für Telda Pax hat.
Der dann aber, ich glaube, der Kronzeuge war. Also der hat sich da ein bisschen rausmogeln können und war dann seitdem, ich meine, also ungefähr 10 Jahre bei den Stadtwerken Oranienburg und wurde dann gegangen. Und man hörte auch aus der Stadtpolitik, also das ist jetzt nicht Geheimniserzählung hier, das ist auch so öffentlich, man hörte dann aus der Politik, dass man den vielleicht noch hätte früher gehen lassen sollen, als so spät. Also es gab auf jeden Fall ein ganz klares Fehlmanagement, auch hier bei diesem Netzbetreiber, bei der Gemeinde, bei dem Stadtwerk. Und bei allen drumherum, die da vielleicht noch hätten was entscheiden können. Dilemma. Wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen aus dem Hochspannungsnetz irgendwie mehr Strom herkriegen, ne? Wir müssen also noch irgendein Umspannwerk bauen oder was auch immer. Das dauert Jahre. Also das ist keine kurzfristige Lösung im Großen und Ganzen. Haben wir nun aber die Situation, dass wir seit diesem Jahr, also seit dem 01.01.2024 den Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz haben, der darauf hinausläuft, dass wir bei einer potenziellen Überlastung von einer Stromleitung die dort angeschlossenen flexiblen Wärmepumpen und E-Mobil-Ladesäulen und Stromakkuspeicher und Klimaanlagen herunterdimmen dürfen oder herunterdrosseln dürfen auf maximal 4,2 Kilowatt an dem Netzanschluss jeweils. Das ist für Neuanlagen der Fall und das ist für alle anderen Steuerbaren der Fall, die da freiwillig jetzt schon mitmachen wollen, also helfen wollen. Die kriegen dann auch ein verringertes Netzentgelt. Also das lohnt sich auch monetär definitiv für den Anschlusshaber und Betreiber. Das ist ein weiterer Baustein dessen, dass man in Zukunft ja auch mit dynamischen Stromtarifen dann Strom verbrauchen will, wenn er günstig, also viel da ist, um eben auch vielleicht Überlastungen da zu vermeiden. Deswegen kommen auch dynamische Netzentgelte oder flexible Netzentgelte heißen die ab April 25, glaube ich. Sodass wir schon so ein paar Steuerungssignale haben, um zu sagen, jetzt ist Strom gerade günstig und auch viel da, verbraucht jetzt viel Strom, dann könnt ihr vielleicht auch automatisch das E-Mobil dann laden, ne, die Wärmepumpe dann besonders nochmal Wärme erzeugen, die dann über den Resttag zum Beispiel reicht. Also, so ist die Idee dahinter. Trotzdem muss man die Leitungen, die dort sind, ertüchtigen. Die muss man ausbauen und erweitern und eben auch mit mehr Sensorik versehen, um zu wissen, wann, wo, welcher Engpass potenziell kommt. Die Stadtwerke Oranienburg sagen nämlich eben auch, naja, wie viele andere Netze, wir haben jetzt gar keine Echtzeitsensorik an jeder Stelle. Na, natürlich nicht. Weil man die letzten 20 Jahre auch jetzt ganz offen gesagt in einer alten unionsgeführten Bundesregierung einen Scheißdreck sich darum gekümmert hat, eine ernsthafte Digitalisierung der Netze voranzutreiben. Man hat sehr viel Blödsinn geredet, ganz offen gesagt. Ich habe da schon oft genug drüber geredet, was ich von den alten Energieministern halte. Und man kann auch an vielen Stellen auseinandernehmen, wie viel Schlechtes da gemacht wurde und wie viel wenig in die Zukunft gedacht wurde und vorbereitet wurde. Und heute müssen wir das ausbaden. Und um es ganz klar zu sagen, wir alle wussten davon Bescheid, was heute passieren würde. Ne? Also wohin wir kommen. Viele dezentrale Erzeuger und dezentrale Verbraucher. Ist keine Überraschung. Aber man hat sich nicht darum gekümmert, bundesweit Klarheit dafür zu schaffen. Vielleicht auch Geld dafür zur Verfügung zu stellen und da schnell hinzukommen. Und heute haben wir den Salat, dass also auch noch einzelne Netze, die ganz besonders schlecht geplant haben und sich erst recht nicht gekümmert haben, dann in so einer Misere sitzen und dann halt eine Bild-Zeitung und Co. auch noch Bullshit drüber schreiben, dass halt dann die Wärmepumpe und die Energiewende dran schuld wäre und nicht das Planungsversagen von Verantwortlichen. Tagesschau. Auch hier nochmal nur zum Vergleich: ne? Netz in Brandenburg ausgelastet, in Oranienburg wird der Strom knapp, keine neuen Unternehmen, keine großen Verbraucher. In der brandenburgischen Stadt ist das Stromnetz komplett ausgelastet. BNSA spricht von einem Einzelfall und von Fehleinschätzungen bei der Planung. So, fehlen Kapazitäten für weitere Anschlüsse, genehmigen vorübergehend keine Anmeldung von Hausanschlüssen. Wir werden sehen, was daraus dann kommt. Besonders betroffen Kernstadt und Sachsenhausen. Prüft, warum Netz nicht vorausschauend ertüchtigt wurde. Ja, warum nicht ertüchtigt wurde? Ja, weil es nicht gemacht wurde. Weil man hier ernsthaft sehr, sehr unfähig war. Ganz offen gesagt. Also kann man nicht anders ausformulieren. Und das ist eine Verantwortung einer Geschäftsführung. Das ist ganz klar die Verantwortung der Geschäftsführung. Selbst wenn ein Netzplaner sagt, wir müssen das machen, am Ende muss es jemand unterschreiben und das ist die Geschäftsführung. Und der Aufsichtsrat, ja, muss das auch noch beaufsichtigen. Wenn das nicht passiert ist, haben diese Leute nie wieder verdient, einen Posten in der Energiewirtschaft in irgendeiner Form zu haben. Ganz klar. So. Auch die Bundesregierung hat sich inzwischen hier eingeschaltet. So. Na gut. Also im Großen und Ganzen dasselbe Thema. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen aufgeregt. Ich habe nämlich diese
Überschriften gelesen von Focus und von Bild und denke mir, wie kann man es nur wagen, hier die Elektrifizierung als Problem darzustellen? Die war absehbar. Die war auch klar ausgerichtet. Seit Jahrzehnten. Dass wir jetzt besonders schnell nochmal sein müssen, weil zusätzliche Krisen gekommen sind. Unter anderem, wir wollen Gas eben auch nicht so lange als Überbrückungstechnologie nutzen. Und deswegen wollen wir sehr, sehr schnell komplett elektrifizieren. Das ist ja in Ordnung. Aber es ändert nichts daran, dass wir uns alle bewusst waren, wohin die Reise geht. Und wenn man sich dann eben nicht drum kümmert, nicht drum gekümmert hat, dann ist man da als Entscheider beim Netz, beim Stadtwerk, bei der Kommune und auch beim Gesetzgeber an falscher Stelle. Ja? Dann hat man ganz schnell das weiterzusuchen und sich einen anderen Job auch vielleicht klar zu machen. In einem anderen Themenfeld, weil offensichtlich versteht man nicht viel von Energie, Wirtschaft und Technik. Es regt mich schon ein bisschen auf. Ja? Und vor allem dann, dass wieder die Presse, die offensichtlich nicht so gut geschulte Presse, viel Blödsinn erzählt. Was ist jetzt aber die Lösung? Also einmal, alle Neuanschlüsse, die geschehen müssen, weil es gibt keinen Spielraum dafür, das zu verhindern, ne? Die müssen angeschlossen werden, die müssen halt dann von vornherein mit intelligenter Messtechnik ausgestattet werden, um Echtzeitdaten zu bekommen. Dann muss da das, was als Steuerbox heute schon gilt, mit ran, um dann eventuell Wärmepumpen und Co. damit zu verbinden. Alle halbwegs neuen anderen Wärmepumpen und Co. brauchen eine Steuerbox. Alles, was es jetzt am Markt im Moment geben könnte, muss da halt ran. Mit IMS-Sensorik haben wir dann genügend Informationen darüber, wo stehen wir gerade, an welcher Stelle, also an welchem Netzverbrauchspunkt oder auch Einspeisepunkt, wo stehen wir gerade, mit welchen Energiedaten, was kommt aus dem restlichen Netz gerade, ne? Also was fließt rein, was fließt raus, was wird wo erzeugt, was wird wo verbraucht. Wir brauchen mehr Daten in Oranienburg. Und anhand des IMS und der Steuerbox, soweit es sie dann eben gibt, kann dann die einzelne Wärmepumpe, die einzelne Immobilie-Ladestation so weit runtergedimmt werden auf 4,2 Kilowatt, dass eben eine Gesamtüberlastung bestenfalls nicht kommt. Dann kann man eben sich eine Systematik ausdenken, ne? Die einen laden ein bisschen früher, die anderen ein bisschen später, also einfach gestaffelt nacheinander, sodass am nächsten Morgen alle Elektromobile aufgeladen sind und über den Tag hinweg alle Heizungen ausreichend geheizt haben. Und dann muss trotzdem natürlich ertüchtigt werden, Umspannwerke, die anscheinend von Edis schon geplant sind, gebaut werden und so weiter und so fort. Aber auf dem Weg dahin mehr Daten, mehr Steuerung. Und dann kriegt man das schon hin, meine Güte. Noch ein paar Solaranlagen, da kriegen die Betroffenen, kriegen eine extra Förderung vom Stadtwerk. Ey, wenn ihr eine Solaranlage bei euch draufbaut, aufs Dach, wir machen euch das günstiger, wir bauen das auf, irgendwie helfen wir. Weil dann weniger Bedarf aus dem Netz kommt natürlich, sondern mehr vom eigenen Dach. Und wenn es halt nur tagsüber ist, noch ein Speicher dazu, den vollladen. Weniger Bedarf vom Netz überhaupt. Das geht doch alles. Dann muss diese Investition jetzt herkommen von irgendwo. Ja? Im Zweifel von irgendeiner Förderbank. Ein Stadtwerk wird ja wohl in der Lage sein, das Geld auch vielleicht über Förderbanken beschaffen zu können. Regt mich das auf, dass wieder hier so getitelt wird, dass die Energiewende schuld wäre an sowas. Nie. Das ist Unfähigkeit in der Planung, ganz offen gesagt. Ist alles klar gewesen. Man hat das alles vorhersehen können. Alles keine Überraschung. Und wir haben die Möglichkeiten, das zu lösen. Man muss halt mal weiterhin in die Zukunft investieren, meine Güte. Und ja, Steuerboxen sind noch ein Thema. Bei 14a und Anschlüssen für die steuerbaren Verbraucher. Das wird ja gerade jetzt erst noch richtig entwickelt. Da gibt es beim BSI ja ein Verfahren. Wir werden auch darüber nochmal sprechen. Aber es gibt ja auch die Zwischenlösung von Steuerboxen, die zulässig sind, gemäß 14a. Ja, habe ich auch schon mal erwähnt hier in einem Video dazu. Also, es ist alles da und es ist alles möglich. Was bisher schon möglich ist, muss gemacht werden. Go for it. Ja, dann löst du auch das Problem mit dem überlasteten Netz. Puh. Okay. Zwischendurch muss auch mal so ein Video kommen. Habt ihr Fragen, Anmerkungen zu genau diesem Thema? Kennt ihr ähnliche Vorfälle und Herausforderungen? Glaubt ihr auch, dass die Energiewende schuld ist an allem? Auch daran, dass ich mit Kopfschmerzen aufgewacht bin oder dass ich umgeknickt bin auf einer Treppe. Oh ja, Energiewende ist schuld. Man, an allem. Oh, nee, also mir hat ein Vogel aufs Auto gekackt. Die Energiewende ist schuld. Ne? So ungefähr ist ja hier die Stimmung bei manchen Presseveröffentlichungen.
Dann schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben und liked das Video und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos, die wahrscheinlich ein bisschen weniger Aufreger sind, hier auf dem Kanal Energiewirtschaft einfach, die Online-Akademie der Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.